Und, oh Gott, Don't Turn Around, 93 und 94, insgesamt 48 Wochen am Stück in den Top 10 der Billboard-Charts standen. Das war, wie gesagt, 1995. Gebrochen wurde dieser Rekord erst 2011 von Katy Perry. Krass, oder? So, naja gut, und wenn ich jetzt schon sage All That She Wants, dann wissen wir, wer kommt. Sowohl Katy Perry als auch Lady Gaga sagen, die Art der Musik und die Band sind definitiv musikalische Vorbilder. Jenny Berggren from Ace of Base mit All That She Wants. Here's another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby.